Herzlich willkommen zu unserem Liederabend zum Muttertag. Schön, dass Sie, dass ihr alle da seid. Besonders begrüße ich alle Mamas und Omas und hoffe, ihr hattet alle einen schönen guten Tag heute. Des Weiteren darf ich ganz herzlich Frau Miriam Kurle begrüßen, die uns heute Abend mit ihrer tollen Stimme erfreuen wird. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass ich dich heute Abend begleiten darf. Ich hoffe, Sie haben alle ein Programm am Eingang erhalten. Es ist in drei Abschnitte unterteilt. Der erste Teil beinhaltet bekannte klassische deutsche Volkslieder. Dann folgen Lieder aus Wiener Operetten, gefolgt von geistlichen Liedern. Und überwiegend steht der Wonnemonat Mai im Mittelpunkt. Der Frühling ist für viele die schönste Jahreszeit. Die Natur geht auf, zeigt sich von ihrer schönsten Seite nach dem tristen Grau des Winters. Die Seele geht auf und hebt unser Gemüt. Das können wir gut gebrauchen in dieser Zeit, in der uns so vieles im Ungewissen scheint. Auch viele Komponisten hat der Frühling animiert, zur Feder zu greifen und Worte und Weisen zu Papier zu bringen. Wir wollen heute Abend einfach die fröhliche, auflebende Stimmung des Frühlings mit unseren Liedern zu Ihnen transportieren. Einige Lieder laden auch zum Mitsingen ein. Die Texte erscheinen dann auf der Leinwand. Dann heißt es, froh und kräftig mitgesungen. Gleich beim nächsten Lied sind Sie alle gefordert. Wie lieblich ist der Maien? Der erste Vers bleibt Sopran und Orgel vorbehalten, doch ab Vers 2 sind Sie dann dabei. Wir wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung und viel Freude. Thank you.
Frühling belebt auch ein anderes Thema, die Liebe. Man sagt ja nicht umsonst, die Frühlingsgefühle erwachen. Die nun folgenden Operettenlieder aus der Wiener Epoche erzählen davon. Zum Beispiel, singend klingend ruft dich wieder das Glück. Es erzählt, wie jemand, der bisher mit beiden Füßen fest auf dem Boden stand, eine Walzermelodie hört und einen bestimmten Menschen lächeln sieht und in eine Traumwelt entschwebt, und mit diesen Menschen hoch in den Wolken, weit weg von allem, Walzer tanzt und immer weiter tanzt. Oder im Prater blühen wieder die Bäume, es leuchtet ihr duftendes Grün, drum küss, nur küss, nicht säume, denn Frühling ist wieder in Wien. Oder als geblühter Kirschenbaum ging ich zum Walde wie im Traum, an des Brunnens kühlen Rand, wo hell die weiße Birke stand. An dem blauen Himmelsbogen ging der Mond, die Sterne zogen. Einen Reiter hörte ich jagen und mein Herz hub anzuschlagen. Denn er hielt sein Rösslein an, ach ja, war er ein schöner Mann. Still verklang der Hochzeit Pracht und von den Bergen stieg die Nacht. Bang trat ich ins Brautgemach und leise, leise schlich er nach. Draußen fielen Blütenflocken, drin der Kranz von meinen Locken. Heimlich flüsternd half der Freier, mir zu lösen Band und Schleier, sah dabei mich zärtlich an. Ach, er war doch ein schöner, schöner Mann. So kommen Sie nun mit auf einen kleinen Abstecher zu Robert Stolz, Karl Zeller und Johann Strauss nach Wien.
zum Fenster raus, Mutter, da go hin. Lacht die Sonne uns alle aus, ist, wenn das mein Weh. Malchi, nimm dein weißes Kleid mit dem blauen Band. Kinder, es ist höchste Zeit,
Draußen in See.
Ja, merkst du es, spürst du es, hast du es sehen? So in etwa auf Österreichisch. Wieder zurück in Kornweiler in der Martinskirche. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid, hier seid. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin David Gerlach, hier der Pfarrer in Kornweiler. Vielen Dank euch beiden, Miriam Kurle, Martin Wessinger, für diesen musikalischen Blumenstrauß. Und nicht nur die Mamis dürfen heute davon profitieren, sondern auch die Männer. Das ist wunderschön. Ich grüße auch alle, die im Moment auf YouTube live dabei sind oder es später anschauen. Schön, dass ihr mit am Start seid, mit dabei seid bei diesem Musikgenuss. Muttertag. Ein Kind ohne Mutter ist wie eine Blume ohne Regen. Ein Kind ohne Mutter ist wie eine Blume ohne Regen, ein indisches Sprichwort. Abraham Lincoln sagte, alles, was ich bin oder was ich hoffe, jemals zu werden, verdanke ich meiner Mutter. Oder Phil Bosmans, das Glück eines Kindes beginnt im Herzen der Mutter. Das Glück eines Kindes beginnt im Herzen der Mutter. Im Psalm 131 steht, ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Ja, als Gott die Mutter schuf, musste er vermutlich ganz schön Überstunden machen. Eine Geschichte erzählt, wie ein Engel Gott dabei zugeschaut hatte und beeindruckt ist. Gott will die Mutterfigur perfekt machen, pflegeleicht und umgänglich sollte sie sein, Nerven wie Drahtseile haben und einen Schoß, auf dem Kinder sitzen können. Zugleich aber muss sie beweglich sein und auf ein Kinderstühlchen auch draufpassen können, ohne Rückenschmerzen zu bekommen. Ihr Rücken aber sollte so breit sein, dass sich darauf alles Mögliche abladen lässt. Der Engel ist sehr skeptisch, denn Gott hat noch mehr vor. Die Mutter soll sich auch noch selbst heilen können, wenn sie krank ist, zäh und weich zugleich sein, denken und urteilen, überzeugen und Kompromisse schließen können, Gefühle haben, aber doch nicht so verletzbar sein, dass sie Kränkungen nicht auch vergessen könnte. Dann sieht der Engel den Prototypen und ist fasziniert. Die Mutterfigur hat alles, was sie braucht. Allerdings findet der Engel einen Fehler. Gott, da ist ja ein Leck. Doch selbst das ist durchdacht. Das ist eine Träne, antwortet Gott. Sie fließt, wenn die Mutter erfreut oder traurig ist, enttäuscht oder von Schmerz erfüllt ist. Tränen sind das Überlaufventil. Ja, diese Geschichte, sie ist sehr eindrucksvoll, sie ist großartig, sie zeigt, was viele Frauen leisten. Ich bin mir bewusst, dass vieles heute zum Glück auch für Männer gilt. Und ich weiß auch, dass man Müttern ruhig auch das ganze Jahr über danken kann. Aber ich möchte diese Geschichte doch zum Anlass nehmen, um heute am Muttertag alle Frauen ausdrücklich zu würdigen, die in irgendeiner Weise mütterlich für die Familie, für Kinder, für Partner da sind oder die liebevoll für Menschen sorgen, die Hilfe brauchen, auch wenn ihnen das oft einiges abverlangt. Der Dichter Franz Grillparzer sagt, weil Gott nicht überall sein konnte, schuf er die Mütter. Ja, das klingt vielleicht etwas übertrieben und doch ist die Idee interessant. Auch die Geschichte vom Beginn zielt in diese Richtung. Als der Engel nämlich die fertige Mutter gesehen hatte, ist er überwältigt. Da steckt so viel Liebe drin, sie ist doch perfekt. Und Gott antwortet ihm, das stimmt, darum ist mir eine gute Mutter auch so ähnlich. Ja, mütterliche Frauen sind Gott selbst ähnlich. In vielem, was sie selbstlos tun, spiegeln sie Gott, wenn sie zuerst an andere denken, statt an sich selbst. Wenn sie Geborgenheit und Nähe schenken, Menschen ermutigen, über sich hinauswachsen oder wenn sie Fehler zulassen und Fehler auch verzeihen. Gerade wenn ich diesen Gedanken umkehre,
ist er spannend. Wenn Menschen mit mütterlichen Eigenschaften Gott ähnlich sind, dann hat Gott tatsächlich eine weibliche Seite. Ja, Gott hat weibliche Züge und Jesus spricht ja Gott mit Abba an, mit Papa. Aber das heißt nicht, dass Gott eben auch diese mütterlichen, weiblichen Züge hat. Er hat diese Eigenschaften, die man vielleicht eher einer Frau zuschreiben würde. Gott ist gütig und liebevoll. Er ist bedingungslos für seine Kinder da, nimmt Menschen vorbehaltlos an, verzeiht ihnen, wenn sie Fehler machen. Ja, die Bibel spricht oft von Barmherzigkeit, wenn sie sagen will, dass Gott die Menschen liebt und sich ihnen zuwendet. Das hebräische Wort, das sie dafür verwendet, meint neben Barmherzigkeit auch Mutterschoß. In Barmherzigkeit schwingt also diese mütterliche Seite von Gott mit und das, was Kinder im Mutterleib entwickeln, die Nähe zu ihrer Mutter und dieses unerschütterliche Gefühl, dass ihnen nichts passieren kann, dieses Urvertrauen. Für mich heißt das, dass ich mich voll und ganz auf Gott verlassen kann. In seinem Schoß darf ich mich fallen lassen, zum Beispiel, wenn ich traurig bin, zum Beispiel auch, wenn ich unsicher bin, zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, wie das weitergeht in und mit dieser Welt. Der Prophet Jesaja sagt, wie einem Mann, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch. Wer sich einmal im Schoß seiner Mutter ausheulen, ausweinen konnte, der weiß, wie befreiend das ist. So ist es mit Gott, wenn ich mich an ihn wende, mich in seinem Schoß fallen lasse und mich ihm anvertraue mit dem, was mich bedrückt, dann befreit, dann tröstet das mich. Und dieses getröstet werden, dieses Befreiende, dieses Aufatmen, dieses Aufbauende, das ist etwas, was wir heute auch erleben mit der Musik. Und so habt ihr beide auch einen mütterlichen Dienst an uns getan, hier in der Kirche, hier in der Martinskirche, mit diesem wunderbaren Konzert. Wir merken, wir kommen zur Ruhe, wir merken, wir werden entführt. Nach Wien zum Beispiel, Frühlingsgefühle kommen hoch. Das ist ein sehr schöner Moment, dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wir kommen nun weiter im Programm, Thema Nummer 3, geistliche Lieder in diesem Triptychon. Möge die Straße uns zusammenführen. Ich will mal fragen, wer von euch ist denn aus Langenalb? Weil euch haben wir dieses Lied zu verdanken. Es ist bei euch ja in der Kirche sehr üblich, sehr gebräuchlich, wird am Abschluss auch immer wieder gesungen. Möge die Straße uns zusammenführen. Ihr müsst heute auch richtig hier abliefern. Möge die Straße uns zusammenführen. Auch in dieser Pandemiezeit und auch in dieser Kriegszeit, tröstlich ist das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Es war eine schöne Idee vom Bürgermeister, dass er 18 Uhr Feldrennach dieses Friedensgebet initiiert hat. Und es wird bis heute immer zum Abschluss 3 Strophen von guten Mächten wunderbar geborgen gesungen. Und dann Georg Friedrich Händel, schön, dass wir diesen Händel haben, diesen positiven Händel in diesem Fall. Dank sei dir, Herr. Es erzählt diese Befreiungsgeschichte der Israeliten durch das Meer hindurch, diese Rettungstag Gottes. Und wir hoffen auch im Blick auf die Ukraine, auf Russland, auf eine Rettungstat Gottes, auf ein Wunder, auf das Wunder des Friedens. Dank sei dir, Herr. Vielen Dank und jetzt geht's weiter im Programm. Wie gesagt, ihr seid jetzt auch verstärkt dran. Ja, ich möchte die Gelegenheit ergreifen. Es war nicht ganz geplant, aber meine eigene Mutter ist tatsächlich auch im Publikum und ich wollte die Gelegenheit nutzen, um mir noch ganz kurz auch persönlich Danke zu sagen am Muttertag dafür, dass sie mit mir schon sehr früh zusammen gesungen hat
meine Stimmbänder wären sicherlich nicht so kräftig, wenn ich nicht von vornherein mit der Mama so viel gesungen hätte. Und deswegen möchte ich auch ganz kurz die Mama offiziell begrüßen und ihr ein Dankeschön sagen. Ja, und persönlich bedanken möchte ich mich auch nochmal bei den doch recht zahlreichen Sängern und Sängerinnen aus meinen Chören, die hier sind, unter anderem eben bei den Langenalbern. Der Herr Pfarrer Gerlach hat es schon erwähnt, ihr seid schuld, dass das Möge die Straße mit ins Programm genommen worden ist, weil es doch eines der sehr wichtigen Lieder war für uns während der Pandemie. Auch You'll Never Walk Alone zum Beispiel war für mich persönlich sehr wichtig und wir haben es ans Ende, ans Fastende des Programms gesetzt, weil wir hoffen, dass die Pandemie jetzt auch fast zu Ende ist. Genau, in diesem Sinn wünsche ich Ihnen noch einen schönen Muttertag und übergebe jetzt das Mikrofon wieder an den Martin Wessinger, dass er es ausmachen kann. Damit möge die Straße uns zusammenführen.
Unser Programm neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Und jetzt kommen wir mal runter, dass Sie uns auch mal sehen hier. Wir hoffen natürlich, es hat Ihnen gefallen und wir konnten frühlingshafte Stimmung verbreiten. Ich möchte mich zuallererst bei dir, liebe Miriam, bedanken für die spontane Bereitschaft und für alles Vorbereiten. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, mit dir zusammen zu musizieren. Und es ist ein richtiges Herz aufgegangen, wenn mal wieder kräftig gesungen wird hier drin, war echt auch als Organist ein sehr tolles Gefühl. Im Vorfeld hast du verlauten lassen, dass es als äußeres Zeichen des Dankes nicht unbedingt Blumen sein brauchen, sondern auch gerne Nudeln sein dürfen. Diesen Wunsch kommen wir natürlich sehr gerne nach und von dieser Stelle nochmal vielen Dank. Ich habe da ganz gute Beziehungen, also Kontakte zum. Dann bedanke ich mich bei allen, die zum Gelingen dieses Konzertes beigetragen haben. Insbesondere bei meiner lieben Frau für die gestalterische Vorarbeit von Plakate, von Programme. Und bei den Jungs an der Technik bedanken wir uns ganz herzlich, dass das so reibungslos funktioniert. Und bei dir, lieber David, für deinen Beitrag natürlich auch. Und dann gilt uns, genau. Und dann gilt unser Dank natürlich Ihnen, liebes Publikum. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wenn Sie am Ausgang nachher eine Spende einlegen wollen, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber. Ein eventueller Überschuss wird für die Finanzierung unseres neuen Außengeländes oberhalb von der Kirche sowie den barrierefreien Zugang verwendet. Doch nun kommen noch zwei offizielle Lieder, die Sie gerne als gesungene Segenswünsche mit nach Hause nehmen können. Das bekannte Amazing Grace beschreibt, wie uns unser Gott trotz allen Gefahren und Stürmen eine ewige Hoffnung und erstaunliche Gnade schenkt. Und zum Abschluss hören Sie dann noch, ich habe gerade vorhin dafür auch dein quasi Corona-Lied, also unser Corona-Lied, You Never Walk Alone. Mit der deutschen Übersetzung möchten wir uns dann auch von Ihnen verabschieden und wünschen Ihnen alle noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Wenn du durch einen Sturm gehst, Kopf hoch, keine Angst vor der Dunkelheit. Am Ende des Sturms gibt es immer einen goldenen Himmel, wo du das süße, silberne Lied einer Lerche hörst. Geh weiter durch den Wind, geh weiter durch den Regen, auch wenn deine Träume wie Seifenblasen zerplatzt sind. Geh weiter, geh immer weiter, mit Hoffnung in deinem Herzen. Denn du wirst nie alleine gehen, du wirst nie alleine laufen.
Ja, vielen Dank. Der Applaus war jetzt so lange, dass es nach einer Zugabe schreit. Ist das richtig? Haben wir das richtig verstanden? Eine große Zugabe haben wir am 4. Juni mit Martin Wessinger. Und Martin, was hast du da schon wieder vor im Juni mit dem Ehepaar Strohecker? Also am 5. Juni, Pfingstsonntag, kommt Professor Martin Strohecker und seine Frau hier zum Orgelkonzert 110 Jahre Weigle-Orgel. Und die beiden sind aus Dresden, also ursprünglich aus Weisach bei Leonberg. Er war mal Bezirkskantor in Neuenbürg und ist dann nach Dresden ausgewandert quasi. Und die beiden kommen jetzt am Pfingstsonntag hier zum ersten richtig großen Orgelkonzert, seit unsere Orgel gerichtet ist. Ich freue mich sehr drauf, ist ja ein persönliches Geburtstagsgeschenk für mich und mein ehemaliger Orgellehrer hier aus Dresden wieder mal begrüßen zu dürfen. Auch herzliche Einladung von dieser Stelle natürlich aus Pfingstsonntag, 18 Uhr, gleiche Adresse wie heute auch hier in der Kirche. Und jetzt zur kleineren Zugabe, die wir aber jetzt ganz aktuell bekommen. Ich habe was geflüstert bekommen, ein Lied, das ich auch wirklich ins Herz geschlossen habe, was mir auch sehr viel bedeutet. Klar, wenn man in Kornweiler wohnt, und ich möchte dieses Lied auch allen widmen, die uns vorausgegangen sind, gerade auch die lieben Mütter, ohne die wir ja alle nicht wären, die jetzt schon im schönsten Wiesengrunde, aber auch an anderer Stelle uns vorausgegangen sind, begraben sind. Ist das korrekt? Im schönsten Wiesengrunde? Ich freue mich. Vielen Dank.